Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem WoW Let's Play hier mit Melosa auf der Allianzseite. In der letzten Folge haben wir hier ja die ganzen Quests angenommen und in denen gesagt wurde, die Walküren greifen uns an und nein, das kann nicht sein, das ist Sylvanas Werk, das kann doch Kol'Tiras gar nicht so meinen, weil ja die Brüder gegeneinander kämpfen sollten jetzt und ja, entsetzt, entsetzt, entsetzt. Und zur Hilfestellung haben wir hier ein paar kleine Bauern mitbekommen. Aha. Okay, 20 Stück sagen wir. Okay, warte mal. Aber wir haben eh. Zur Hilfestellung haben wir hier ein paar Bauern. Das finde ich gut. Genau, eine Walküre haben wir schon mal von 9. Mal gucken, ob uns die ganzen Bauern hier erhalten bleiben. Schön wär's. Gardist. Ich habe nämlich auch gesehen, da oben ist da nämlich die Chefwalkürin, die Arad. Aradne, okay, das hört sich fast an wie Aragne. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So. Also die Gardisten sind recht schnell immer kaputt. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wir müssen uns nur hier zwischendurch mal ein bisschen Ich bin heilen. außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. So, 1, 2. Kaputt. 4 von 9. Jetzt fehlen uns noch 5. Gleich nur noch 4. Ich habe kein Ziel. Sehr gut. Da haben wir wieder ein paar Gardisten. Die sollen hier brutzeln. Aber ein bisschen fest zuhauen tun die schon. Kann nicht sein, dass ich jedes Mal so viel Schaden bekomme. Oder ich mache irgendwas falsch. Das kann natürlich auch sein. Genau. Ich habe immer das Talent, dass ich genau da lang laufe, wo ich dann irgendwo dagegen renne. Zuerst etwas anvisieren. Zu weit entfernt. Oh, gleich zwei genommen. Sehr gut. Oh, du. Das ist jetzt natürlich blöd. Das, ja. So, wir brauchen noch zwei niedere Walküren und noch vier Gardisten. Okay, dann haben wir mal die hier. Also das hier sind mal die vier Gardisten. Der eine hat es gleich gar nicht hierher geschafft. Ich brauche ein Ziel. So. Und dann haben wir hier irgendwo bitte noch zwei Walküren, die ich vielleicht gleich pullen, also zusammen pullen kann. Das wäre ganz cool. Aber die sind gleich zu weit auseinander, gell? Ja. Die sind zu weit auseinander. So, einmal. Oh, was haben wir denn da jetzt bekommen? Ein Schild. So, und eine Axt. Okay. Ein Schild. Wie schaut das denn aus? Klein und behindert. Okay. Wurscht, das wird trotzdem kurz angelegt. Immerhin möchte ich meinen Kleiderschrank hier ein bisschen auf Vordermann bringen. Und die Axt schaut auch, naja. Die schaut halt normal aus, gell? Ja.
So, was haben wir denn hier? Mit jeder Walküre, die ihr tötet, rettet ihr Dutzende unserer Männer und hindert die Streitmächte der Verlassenen daran, weiter zu wachsen. Und doch machen sie weiter und weiter. Es kann sein, dass wir diese Schlacht doch nicht gewinnen werden. Die schwarze Klinge wird siegen. Ich habe vorschnell geurteilt, Medusa. Sogar mit eurer Unterstützung sieht es für unsere Streitkräfte da draußen schlecht aus. Tja, das ist halt schlecht. Ihr habt beherzt gekämpft, aber es bringt uns nichts. Jeder Kämpfer, der fällt, treibt ihre Streitmächte weiter voran. Aber es ist doch gar keiner gestorben von uns. Die haben alle volles Leben. Wurscht. So, was haben wir denn da? Nichts, was uns wirklich weiterbringt. Für die Allianz. Level 40. Nice. Ich bin hier, um zu dienen. Wirklich? Ausgezeichnet. Uldaman, okay. Aratne. Sag mal, irgendwie so ähnlich heißt doch eigentlich eine. Also heißt doch eigentlich auf. Was? Provinz? Provinz Milizangehörige hat Stufe 39. LOL. Wie lächerlich ist das denn? Das ist cool, wenn ich mir das nochmal angucken kann. Lavasog. Okay. Was ist das denn? Da. Fernsicht. Geläutert. Geist. Erdschock. Lavasog. Der regelmäßige Schaden oder das Flammenschock hat eine Chance, 15 verbleibender Abklingzeit von Lava-Eruption abzuschließen und das nächste Wirken verlangen, zu einem Spontanzauber zu machen. Oh, cool. Cool. Okay. Unsere letzte Hoffnung auf einen Sieg ist die Bezwingung der Walkür. Bisher habt ihr gute Arbeit geleistet und ihr seid aber auch nur eine Frau gegen wortwörtlich Dutzende, die Zerstörung auf das Schlachtfeld bringen. Eine riesige Walküre sitzt auf einem Turm südlich von hier. Ihr könnt sie von hier sehen. Wenn wir sie beseitigen, werden die restlichen Walküre sich vielleicht zerstreuen. Es ist unsere einzige Hoffnung. Nehmt ein paar von Kranzmännern mit. Ihr werdet für diesen Kampf Schutz benötigen. Wir tun, was die Lebenden nicht vermögen. Aha, du bist gleich kein Lebender, oder was? Ja, also, wie gesagt, da oben ist die liebe Dame. Die sich, Arachne, genau sie. Jetzt Aratne und da, ich glaube, das Latein, ich glaube, das lateinische Wort war das, für Spinne oder so ist Arachne. Schau dir das an. Schau, Aratne. Wir müssen jetzt mal ein Foto von dir machen, gell? Dö. Schau, Foto. Jawohl. So, okay, warte mal. Hier, Totems. Die sind wichtig. Dann hier dieses und dieses. 1, 2, 3. Das ist schon cool irgendwie. So, ich habe noch alle vier Männer ausgezeichnet. Ausgezeichnet. So. Wir haben die Aratne getötet. Seid gegrüßt. Ich habe euren Sieg von hier unten verfolgt. Ihr habt gut gekämpft, doch letztendlich war alles umsonst. Die Walküren, die Verlassenen, kämpfen weiter und werden uns bald übermannen. Wir haben Anduhal verloren. Ja, toll, ich gebe mir hier voll die Mühe und du gibst einfach auf. Was soll denn der Scheiß? Weh dir, Anduhal. Begebt euch nach Süden, nach Zugwindlager, berichtet Kommandant Aschlam, Ehrenschlag von allem, was hier vorgefallen ist. Ich gehe nach Westen, nach Tirisfall. Meine Schlacht ist noch nicht abgeschlossen. Ich habe ein Treffen mit einer Harpyr, die sich die Banshee-Königin nennt. Aha. Und ich werde herausfinden, was sie Koltiere angetan hat. Okay. Niemand wird sich euch entgegenstellen.
Niemand wird sich euch entgegenstellen. Okay. Ja, dann machen wir uns hier mal auf den Weg. Was anderes bleibt uns ja eigentlich gar nicht übrig, gell? Also wir hätten jetzt rüberfliegen können, gell? Haha. Ja, vergeigt. Vergeigt, vergeigt. Aber was soll's? Jetzt wollte ich gerade sagen, wir haben fast 100 Gold. Fast 100 Gold. Das Problem ist nur, wir müssen. Ah, jetzt kann ich die Quest auch annehmen. Wir müssen 40 Gold ausgeben. Hallo. Oh, verschnelleres Reiten. Okay, weh dir Anderhalt. Verloren? Nein. Als nächstes werden sie sich dann wohl Zugwind vornehmen. Das war ein schwerer strategischer Rückschlag für die Pläne der Allianz in Lordaeron. Nun gut, ich werde das Ergebnis dieser Schlacht König Vryn melden. Er wird wohl nicht gerade glücklich darüber sein. Auf Ja, dann. nee, darüber ist keiner glücklich. Darüber kann keiner glücklich Grüße. sein. In die Wälder. Letztens konnte ich ein seltsames Treiben in der Stadt beobachten. Es handelte sich um einen Pferdewagen voller Kisten und Truhen mit einer Wargenfrau auf dem Kutschbock, einem Blutelfen an ihrer Seite und einem Zwergenpaladin, der hinter dem Wagen herlief und die kreativsten Obszönitäten rief, die ich seit langem gehört habe. Sie schienen auf dem Weg in die östlichen Pestländer zu sein, allerdings dürften sie bis jetzt kaum weiter als bis zum Fluss was? Tondroril gekommen sein. Ich frage mich, was sie vorhaben. Mögen eure Reisen sicher sein. Ja, schön für dich, dass du mich jetzt in die östlichen Pestländer schicken möchtest, aber ich habe hier noch ein paar andere Sachen zu tun. Und das werde ich vorher erledigen, ob du willst oder Kann ich nicht. euch helfen? Kann, ja, du kannst mir Hilfe auf helfen. Bitten? Du bringst mich da oben hin. Hier sehen wir nochmal die Zerstörung von Anduhal. Da haben wir das Gebiet der Pest, der Untoten, also der Horde. Nein, nicht das Gebiet, das Lager. So. Wir müssen jetzt hier langlaufen, ja? Genau. Wir haben auch noch erkundet die westlichen Pestländer. Wir haben noch voll viel zu erkunden hier. Und du willst mich schon die östlichen schicken. Was ist das für ein Schwachsinn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punkte müssen wir noch erkunden. Und vor allem einer ist da ganz drüben. Das ist ja behindert. Aber was toll ist, wir haben hier schon mal fünf Level. Ah, nee, warte mal, vier Level habe ich geschafft. Eigentlich war ich ja fast 36, wie ich hier angefangen habe. Schon wieder Spinnen. Nordkamm-Spinne. Ich hasse Spinnen. Ich hasse sie. Auch wenn sie mir friedlich gesinnt sind, ich mag einfach keine Spinnen. Ich mag sie einfach nicht. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh. Jetzt muss ich mal. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. So, hier geht's weiter. Wir sollten ja mal einen kleinen Abstecher hier zu dem Sägewerk machen. Das machen wir gerade. Seid gegrüßt. Natalien Luma. Okay. Willkommen in Nordkamm, Schamanin. Okay. Komm, hol das Lasso raus. Schön, wieder auf dem Nordkamm zu sein.
Ich habe mein Sägewerk, meine hübsche Frau, meinen quietschfidelen kleinen Jungen. Ich habe mich sogar dem Agentumskreuzzug angeschlossen. Wir werden Tyrions Streitkräfte mit Holz versorgen. Meine Holzfäller waren ausgesprochen produktiv, bis die Spinnen kamen. Jetzt weigern sie sich, tiefer in den Wald zu gehen. Vielleicht könntet ihr mir helfen. Schwingt euch auf eines meiner Pferde und jagt den Spinnen Angst ein. Vielleicht können wir Blutvergießen vermeiden und sie einfach fortjagen. Das Licht segne euch. Mal gucken, ob das dann ausreicht. Braucht ihr Hilfe? Weiß ich nicht. Zu knapp für meinen Geschmack. Ich freue mich für Nathaniel. Er versucht schon so lange wieder nach Nordkamm zurückzukehren. Jetzt, da der scharlachrote Kreuzzug ihm nicht mehr im Weg steht, kann er endlich nach Hause. Nur, auch wenn die Umgebung hier idyllisch zu sein scheint, ist sie nicht der beste Ort, um eine Familie aufzuziehen. Zum Beispiel am Rande dieses Tals findet man tollwütige Füchse, die nach unschuldiger Beute suchen. Hin und wieder erhasche ich einen Blick auf einen von ihnen, der mich direkt anschaut. Bitte, Schamanin, erlegt einige dieser Füchse. Ich fühle mich in ihrer Nähe nicht sicher. Man sieht sich. Man sieht sich. Ja, wir machen das mit den Füchsen hier. Wir schwingen uns erstmal auf dem Pferd, ohne Sattel. Wir sind so gut, wir können das Ganze ohne Sattel machen. Wie hier? Okay, warte mal. Hier. Aha. Mhm. Fünf Stück brauchen wir noch. Die haben wir hier. Ah, nee, warte mal, das waren nur vier. So, das haben wir jetzt erledigt. Ausgezeichnet. Jetzt brauchen wir nur noch die Füchse, gell? Wo haben wir denn? Da haben wir einen. Alter, 12! Oh, tollwütiger Fuchs. So, einmal. Zweimal. Warte mal, hier. Dreimal. Tollwütiger Fuchs. Du. Das ist super. Okay, ich gehe zwar fast drauf, aber das ist voll cool. Ich gehe wirklich fast drauf, Alter. Okay, warte mal. Jetzt muss ich mich erstmal heilen hier. Die Tastenkombination, die passt irgendwie nicht so ganz. Tollwütiger Fuchs. So, warte mal. Ihr könnt mich mal, wisst ihr das? So. Das schaut fast gleich aus wie beim Magier. Du. Oh, es ist nur ein paar Sekunden da. Na toll. Wah! Toll. Lass mich in Ruhe. Oh, Goldader. Na, das wird ja dann was auf dem Classic-Server. Da muss man ja dann wieder die ganzen Erze farmen am besten. Und fliegen kann man auch nicht. Ach du Scheiße. Ja, es wird eine gewaltige Umstellung werden. Und vor allem schnelles Reiten wird auch erst ab Level 60 gehen. Also sie haben ein paar Sachen gleich gelassen. Aber das glaube ich nicht. Ich würde es cool finden, wenn sie den Schrank da gleich lassen würden. Also den. Wenn sie den Kleiderschrank beibehalten würden. Das wäre schon cool irgendwie. Ich muss näher heran. Ich muss näher heran, ja. Ist immer so beschissen, wenn die Viecher dann genau dann aus der Reichweite laufen. Ich habe kein Ziel. Wenn du gerade am Casten bist oder so. Ich brauche ein Ziel. Aha, okay. Das war ein One-Hit. Und da hinten haben wir jetzt natürlich keinen Fuchs mehr, oder was?
Bitte lass da noch einen sein. Ja, wunderbar. Ausgezeichnet. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, wir haben 12 Füchse jetzt getötet. 12. Zwölf Stück. Das Licht sei mit Nun, euch. Es hört sich so an, als ob sie große Angst vor den Mustangs haben, aber sie bleiben nicht weg. Ich kann euch nicht ewig auf dem Pferd herumrennen lassen und ich glaube auch nicht, dass ihr das möchtet. Also gut, dann eben Blut vergießen. Hm, okay, ich war eigentlich der Hoffnung, das reicht. Hier in WoW, Wald ohne Wildspinnen. Der Hochlord war so großzügig, einige seiner Rekruten zu entsenden, damit sie uns hier am Sägewerk unterstützen. Mit eurer Reitkunst und ihren Kampfkünsten können wir uns dieses Spinnenproblems mit Leichtigkeit entledigen. Steigt wieder auf den Mustang und macht den Spinnen Angst. Diesmal müsst ihr sie aber bis zum Sägewerk vor euch hertreiben. Die Rekruten aus Herdweiler können sich dann hier der Dinge annehmen. Für die Allianz. Okay. Hallo. Liebe Kelly, ich habe dir die Dinger kaputt gemacht. Jetzt bin ich etwas erleichtert, Melusa. Danke. Ja, bitte gern geschehen. Immer wieder gern. Rotkieferdiebstahl. Weiter im Süden findet ihr Knolle der Rotkiefer, Neuankömmlinge in diesem Gebiet. Ihr seid wahrscheinlich auf dem Weg hierher an ihnen vorbeigekommen. Nathaniel tut so, als ob sie kein Problem darstellen, aber ich weiß es besser. Ich habe gesehen, wie sie nachts mit unserem Holz weggerannt sind. Ich weiß gar nicht, was sie mit dem Holz vorhaben. Sie scheinen keine guten Handwerker zu sein, aber das hält sie nicht davon ab, es zu stehlen. Geht hinunter zu ihren Lagern und stehlt das Holz zurück. Lösung des Knollproblems. Ich habe so meine Zweifel, was die Absichten dieser Knolle angeht. Bisher haben sie uns noch nicht angegriffen, aber es werden immer mehr. Und sie scheint... Stehen bleiben. Und sie scheinen immer ihre Waffen im Anschlag zu haben. Ich bin kein Militärexperte, aber das erscheint mir ein wenig aggressiv. Wenn wir ihnen einige ihrer Waffen wegnehmen, werden sie vielleicht nicht zur Bedrohung für unser Sägewerk. Ich würde mich viel besser fühlen, wenn ihr dort hinuntergeht und einige ihrer Waffen zu mir bringt. Man sieht sich. Das werde ich natürlich mit Freuden machen. Mit Freuden, mit Freuden, mit Freuden. Zuerst werden wir die Gnolle hier bearbeiten und dann machen wir das mit den Spinnen. Das wäre irgendwie toll, wenn ich den Mustang im Schlepptau mitnehmen könnte, aber das geht nicht, gell? So. So. Konnte ich das Holz sich eigentlich einsammeln? Aha. Stab und Knüppel. Okay, da unten ist es. Das ist praktisch. Einen eigenen Tank dabei haben. Sich selbst hochheilen können. Was, da war jetzt nur ein Holz drin. Das hatte ich schon wieder vergessen. Ja, es wäre jetzt irgendwie cool, wenn ich es schaffen würde. Da ist wirklich immer nur ein Holz dran. Das glaubt man ja nicht. Echt nicht. So, warte mal, du Scheißbär, du gehst mir so ziemlich auf den Senkel. Ah! So. Aha.
Ah, das war das. Überlebensinstinkte setzen ein. Okay. Man kann da vielleicht, wenn man möchte, mal kurz auf Stopp drucken. Auf Pause. Und sich das durchlesen, was da genau steht. Ich habe es nämlich jetzt leider nicht komplett durchlesen können. Aber was soll's? So. So, Dele. Wie viel Holz brauche ich noch? Genau 4. Das heißt, das Holz habe ich jetzt dann fertig. Und den Rest. Jetzt brauche ich noch, keine Ahnung. Hier, wir werden dich einfach mitnehmen. Oh. Wow, da 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 da. Wir sollten uns wieder mal heilen. So. Ich hoffe, dass ihr jetzt einfach alles das hier so mitnehmt. Ja, ausgezeichnet. Ihr habt das alles, was ich brauchte. Okay, sehr gut. Dann geht's zurück. Und wir machen jetzt noch die lieben Spinnen. Eigentlich sollte ich mich ja freuen. Immerhin kann ich dann Spinnen töten, aber eigentlich möchte ich die. Ja. Also ich kann die Spinnen töten, aber mir wäre es lieber, wenn ich sie einfach in Ruhe lassen kann. Also wenn ich einfach aus dem Weg gehen und ja. So, wer bist denn du? So, was machst du denn da? Du verjagst mir jetzt hoffentlich nicht die Spinnen, die ich brauche. So, warte mal. Okay, 4 Stück. 3? Eigentlich hatte ich da doch 3 hingeschickt. Ah. Ist das ätzend? Willst du mich jetzt verarschen oder was? So, mach die kaputt. Okay, 5, 6. Hier habt ihr auch noch einer. 7, ausgezeichnet. Das ist ja ätzend. Das ist ja ätzend. So. Ja, das ist auch ätzend, dass ihr da in zwei verschiedene Richtungen rennt eigentlich. Aha. Nein! Acht. Komm schon. 9. Hallo. Zehn. Na bitte, wer sagt's denn? Die dämliche Quest auch erledigt. Braucht ihr Hilfe? So.
So ist es schon viel besser. Jetzt können meine Holzfäller wieder an die Arbeit gehen. Wie schon gesagt, ihr seid da draußen gut geritten, Medusa. Auf dem Mustang gebt ihr ein echt gutes Bild ab. Ja, cool. Cool, cool, cool. Seid vorsichtig, ja. So, Kelly, Rotkiefer-Diebstahl. Einige der älteren Holzfäller erzählen, dass die Rotkiefer vor einigen Jahren hier gelebt haben. Doch als die Seuche ausbrach, sind sie fortgegangen. Trotzdem gibt ihnen das nicht das Recht zu stehlen. Da hast du recht, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich bringe das nur eben zurück in die Holzlager draußen. Nathaniel wird wahrscheinlich nicht einmal bemerken, dass es gefehlt hat. So. Ein Level-Up haben wir jetzt noch erreicht. Lösung des Gnollproblems. Ich will nicht allein wegen einer besorgten Mutter eine Art Massenmord an Gnollen befehlen. Ich möchte mich nur in meinem Zuhause sicher fühlen. Ja. Danke, Melosa. Ich werde die jetzt ins Feuer werfen. Schließlich wollen wir nicht, dass die Gnolle sich hineinschleichen und sie erneut stehlen. Hey, 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 Madame, stehen bleiben. So, stehen bleiben. Hallo. Belohnung. Rücken, Alter! Seid vorsichtig. What the fuck? Du bist ganz schön anstrengend, Madame. Was kann ich für so, was hast du jetzt? Eine Audienz mit dem Hochlord. Oh, bevor ihr geht, Melosa, ich habe eine Nachricht für euch. Jemand in Herdweiler möchte euch gerne kennenlernen. Er sagte, dass er bereits einige Male über euren Namen gestolpert ist. Ich könnte euch glücklich schützen. Ihr könnt euch... glücklich schätzen, Melosa. Nicht jeder bekommt eine persönliche Audienz mit Hochlord Tyrion Vordring. Oh, und ihr dürft gerne einen meiner Mustangs für den Ritt dorthin nehmen. Sie sind die schnellsten, die man für Geld kaufen kann. Okay. Den Ehrenfreund. Dann sage ich Dankeschön. Ich werde mich jetzt hier auf die Reise begeben und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin aber erstmal, warte mal. Muss ich da jetzt wirklich? Ah, okay. Ja, wurscht. Ja, ich werde mich jetzt... Oh, warte mal, hier. Herdweiler. Mustang aus Herdweiler. Das ist, glaube ich, der richtige. Nein, eigentlich ist es wurscht, welcher. Scheiße. Ja gut, ich verabschiede mich jetzt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder hier in Herdweiler. Nein, Multifax. Okay, warte mal, wir lassen das mit den Mustangs. Ich möchte den Rare jetzt noch töten. Ah, Putzel. So, du bist eh gleich kaputt. Was haben wir da? Leder. Okay, gut. Jetzt aber. Ich verabschiede mich und freue mich, wenn ihr dann in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin. Baba.